Hallihallöchen und willkommen zurück zu Hoko Live. Und naja, Happy Halloween ist ja schon vorbei jetzt, wo das Video rauskommt. Aber Leute, es ist November. Es ist schon wieder November. Hallo Schmetterling. Mir kommt das Jahr so vor, als wäre es einfach nur dahin geflogen. Nicht mal ganz, ja doch ein bisschen mehr als einen Monat. Haben wir schon wieder Weihnachten? Und gefühlt war gerade erst Weihnachten. So, das fühlt sich nicht so an, als wäre das schon wieder ein Jahr her. Das ist Wahnsinn. Also im Moment fliegt die Zeit nur so an einem vorbei. Also für mich zumindest. Das ist, ja, Wahnsinn. Ist euch da auch so? Denkt ihr euch auch so? Oh Gott, ne? Ja, schon wieder um. Es geht jetzt schnell. Glaubt mir, das ist jetzt ratzfatz. Ratzfatz ist 2023 und nee, 22. Guck mal, ich bin schon ein Jahr weiter. 2023. 22. Was ist denn jetzt los? 22. So. Ich finde die Kürbisse voll süß. Da bin ich froh, dass wir die gekauft haben. So. Wir huschen mal an den Strand. Ach ja, ich habe. Oh, hier wachsen zwei übereinander. Das ist ja auch grandios. Ich muss hier ein bisschen Unkraut zupfen. Es tut mir leid. Aber das geht gar nicht. Wir haben ja endlich Sommer. Und den wollen wir jetzt hier im Spiel zumindest ordentlich auskosten. Und die neuen Fische, die neuen Schmetterlinge fangen. Alles, was uns da noch so fehlt. Hallöchen. Gibt es hier überhaupt Schmetterlinge am Strand? Muss es doch theoretisch, ne? Muss doch bestimmt auch neue geben. Muschel? Da flattert was. Ah, dich kennen wir aber schon. Aber egal, du bringst uns Geld. Da bin ich nicht böse drum. Wir könnten auch hier mal wieder. War das Kalk oder Kreide? Ich kann es mir nie merken. Müssten wir theoretisch auch mal wieder. Oh. Abhauen. So, Fischi, dreh dich mal um. Guck mal hier. Hier ist der Köder. Hier, hallo. Nee. Nicht. Nee. Och, die Fische sind hier echt Mobbingfische in dem Spiel. Aber der, komm. Sehr gut. Er war sich noch nicht ganz sicher, aber er hat sich dann doch dafür entschlossen, anzubeißen. Na komm. Sehr gut. Perfekt. Mal gucken, ob du ein neuer Fisch bist. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Uah! Eine Brachse. Nee, die kennen wir schon. Brachse kennen wir. Wo schwimmt der eigentlich hin, der Kollege? So, jetzt aber. Ja. Ja, perfekt. Ja, nochmal. Nochmal. Na komm. Perfekt. Ach ja, ich habe in die Patch Notes nochmal geguckt. Fragt mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, dass es da mehrere Bereiche oder so geben könnte. Es gibt tatsächlich halt nur diese drei Läden. Der erste, in dem wir waren, hat halt immer saisonale Objekte, also halt jetzt aktuell dann die ganzen Halloween-Sachen. Bist du neu? Nee. Und dann wahrscheinlich demnächst dann die ganzen Weihnachtssachen oder Wintersachen. Mal gucken. Ach, komm schon. Und ja, das in der Mitte ist halt dieses Community-Center da, wo man seine eigenen Kreationen ausstellen kann, haben wir ja auch ordentlich schon was geholt. Beißt an. Das sieht sehr falsch aus, aber gut. Und das dritte Gebäude da, das zeigt immer von den Wettbewerben die Kreationen, die die Leute in diese Wettbewerbe halt eingereicht haben. Ist eigentlich eine sehr coole Idee und ich hoffe. Warum sind die nur Brachsen? Und ich hoffe, dass das Ganze erweitert wird, dass wir da mehr Shoppingmöglichkeiten kriegen.
Das hat sehr viel Potenzial, das Gebiet. Auf jeden Fall. So, komm. Ist natürlich happig, dass man immer für 50 Geld, ich weiß nicht, was die Währung hier ist, dahin fahren muss. Und die Frage ist halt, wechselt das täglich? Ich glaube nicht. Ich glaube, die saisonalen Sachen, die sind halt ja klar. Jetzt, solange wie Halloween ist, wird es die geben. Da wird, glaube ich, nicht noch was anderes Halloween-mäßiges mal ausgestellt oder so. Wieso sind denn hier keine neuen Fische? Das nervt mich. Ja, die Kreationssachen, ja, muss man gucken, wenn man halt wirklich was sucht oder Creator-Codes irgendwie findet, dann kann man da hin und sich die holen. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so ein Ding, wo wir täglich hinfahren müssten, um zu gucken. So. Das war risky. Es sind alles nur Brachsen. Warum gibt es denn hier keine neuen Fische? Im Sommer. Ich hatte doch auch schon neue Schmetterlinge. Das ist gemein. Stups, stups. Na komm. Perfekt. Oh, nein. Ja, zappel ruhig. Das bringt dir nichts. Komm schon, da schon mal. Schon wieder eine Brasse, sag mal. Das Spiel will mich doch veräppeln, oder? Warte mal, wir hatten was. Oh, unser Inventar sieht aber auch schon gut aus. Ach so, ja, wir müssen noch einen Stuhl. Einen Steinstuhl? Ein Verwendungsstein. Also möchte er einen Steinstuhl. Muss heute fertig sein, die grünen Pflanzen. Oh, müssen wir auch mal gucken. Ein Steinstuhl für Owen. Ja, müssen wir dann auch noch machen. Ich wollte aber genau hier gucken. So. Teichfische. Da fehlen uns theoretisch noch vier. Flussfische fehlen uns noch drei. Meeresfische auch. Gut, das heißt natürlich auch nicht, dass wir jetzt zwangsläufig neuen Fisch im Sommer bekommen. Und die Insekten, ja, am Strand noch drei Schmetterlinge. Ja, auf der Wiese hatten wir ja den blauen Morphofalter und den Schwalbenschwanz, glaube ich, neu. Ach nee, den Monarchenfalter, ne? Und hier im Wald hatten wir, glaube ich, auch nichts Neues. Oh, Stadt müssen wir auch mal gucken, ob da neue Schmetterlinge sind. Aber wir müssen ja eh gleich mal unser Inventar leeren und die ganzen Fischis und Schmetterlinge verkaufen. Hallo? Aber schon belastend, dass wir hier jetzt nichts Neues finden, ne? Schade. Ist hier was Neues bei? Ne, auch wieder ein Money-Falter und ein Zitronenfalter. Na gut. Dann gehen wir mal Richtung Stadt. Wir brauchen nämlich dringend Geld. Wir haben alles ausgegeben. Und da haben wir noch eine wunderschöne Schmetterling. Und noch einen Schmetterling. Ich will mal gucken. Ach nee, komm. Komm, los. Geh, danke. Ob hier die grünen Pflanzen gewachsen sind? Hallo? Ach so, falsche Taste. Oh. Ihr seid doch. Unkraut. Sie sind noch nicht gewachsen. Ja, dann können wir den Auftrag leider nicht abgeben. Es tut mir leid. Bist du neu? Ich habe gar keinen Kescher mehr. Nee. Gut, mal gucken, ob wir in der. Hier, komm, wir probieren hier die Fische. Ich will einen neuen Fisch haben. Wir hatten noch keinen einzigen neuen Fisch. Wir hatten jetzt ein paar neue Schmetterlinge, aber keine neuen Fische. Das kann doch nicht sein. Komm schon. Fischi. Hier ist der Köder. Ja, dreh dich um. Ja, perfekt. Jetzt anstupsen. Guter Fisch. Braver Fisch. Schön machst du das. So, und jetzt lass dich noch fangen.
Ohne Probleme, bitte. Oh, ziehen. Ja, und durchziehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ein Flussbarsch. Den hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Blüps. Na komm, der ist direkt vor deiner Nase gelandet. Ah, ich höre es. Ja, gut. Ja. Sei ein neuer Fisch. Sei ein neuer Fisch. Bitte, 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 bitte. Ich glaube, da müssen wir noch ein... Oh, 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 oh Gott. Das war knapp. Nee, jetzt mal. Noch ein Flussbarsch. Nee, okay. Ich gehe verkaufen. Ist doch belastend. Ist Mobbing. Wahrscheinlich gibt es im Sommer gar keine neuen Fische. Haben wir hier neue Schmetterlinge? Bitte. Danke. Ich sehe aktuell noch keine. Und es wird schon wieder dunkel. Dann können wir schon wieder den neuen Tag bald anbrechen. Hi. Aber dich kannten wir auch schon. Dich kannten wir auch schon. Du bist nur einfach größer. Dich kannten wir noch nicht. Hallo, Schmetterling. Großer Feuerfalter. Der ist schön. Der ist neu. Sehr schön. Oh nein. Platz schaffen. Wir schmeißen die Würmer weg. So, die braucht eh kein Mensch. Da habe ich ja natürlich gar nicht dran gedacht, dass wir vielleicht ein bisschen voll sein könnten. Gehen mal schnell verkaufen. Hi, guck mal. Ja, ich habe ganz viele tolle Sachen für dich. Und zwar Schmetterlinge. Okay, der bringt 6. Ja, das Unkraut bringt nichts, aber was sollen wir damit? Haben wir noch Bäume? Schwalbenschwanz? Oh. Wow! 124? Da brauchen wir mehr für. Wo kam der? Auf der Wiese bei uns? Wow! Sehr schön, sehr schön. Stimme verlasst mich jetzt nicht, obwohl ich so aufgeregt und excited bin. Die Kirschen, die würde ich gern erstmal behalten. Trauermantel bringt nicht so viel. Ja, geht auch so. Ja, du hast auch gut Geld gebracht. Ja, der Rest ist so... Na, wenigstens geben die ganzen Brachsen was Vernünftiges an Geld. Der Kaulquappen. So. Ich glaube, jetzt haben wir alles verkauft, was wir verkaufen wollen. Und sind bei 618. Na, sehr schön. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Sachen haben... Haben wir das Schlagzeug jetzt gekauft gehabt? Ich glaube, ja, ne? Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen in der Wohnung gucken. Ich glaube aber, ich habe es da aufgestellt. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ja. Ich hätte gerne mehr von diesen blauen Schmetterlingen. Also, ihr wisst Bescheid. Schmetterlingsjagd ist jetzt nicht mehr am Strand, sondern hier. Die waren doch hier, ne? Warte, ich gucke nochmal. Flup, flup, flup. Insekten. Ja, blauer Morpho auf der Wiese, also hier. Sehr schön. Da möchte ich mehr von haben, bitte. Erstens war der verdammt hübsch. Und zweitens bringt er ordentlich Geld. Hallo. So. Ja, wir müssen mal gucken, was wir jetzt die Tage hier machen. Wir waren ja, hatten ja angefangen, hier ein bisschen zu gestalten und dekorieren. Wir müssen das ja auch noch fertig machen. Genau, hier wollten wir ja noch irgendwie so ein kleines Tischchen und ein Stühlchen hinstellen, damit man hier echt schön chillen kann. Der Busch wächst, das freut mich. Der Baum... Ah, bist du das Geld, Schmetterlingchen? Nein, aber du bist auch hübsch.
Und dann müssen wir mal gucken. Hier noch einen Weg verlegen. Genau, wir haben ja auch ordentlich Steine. Vielleicht sollten wir dann doch regelmäßig in die Mine gehen und die Steine schlagen. Weil... Sag mal. Danke. Weil ich glaube, dass wir die Steine jetzt relativ schnell verbrauchen werden. Und ich hätte ja gern nochmal den Aufgang, den wir bei uns hier haben. Auch wenn ich unseren echt schön finde, den wir gestaltet haben. Der wirkt irgendwie natürlicher. Ich finde das mit dem Eisen zwar sehr cool. Hier aber... Unsere ist auch nicht schlecht. Ich möchte das Ganze halt so ein bisschen mehr natürlich und waldlich. Weltlich? Waldlich halten. Also mehr so. Das gefällt mir schon sehr gut. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. So, aber ich würde sagen, wir hauen uns jetzt erstmal hier aufs Ohr. Und gucken dann, was wir am nächsten Tag machen. Am 2. des Sommers. Ich weiß gar nicht, ob die Charaktere... Schon wieder so voll. Ob die Charaktere irgendwie... Geburtstag haben. So, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Kann man noch was da reinpacken? Nee, ne? Nee, irgendwie nicht. Okay. Legen wir uns mal aufs Ohr. Gute Nacht. Donnerstag. Okay. Ach ja, wir hatten das Schlagzeug gekauft. Gut. Gut, 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 gut. So. Der morgendliche Rundgang. Als allererstes... Oh, ist das morgen zu diesig und... Der erste Weg ist natürlich wie immer zum Bauernhof. Erstmal gucken, dass die Pflanzen bewässert werden. So, komm. Oh, hallo Tola. Hi. Hi. Hallo, Shinny. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Okay, was brauchst du denn? Hey, ich weiß, du bist beschäftigt, aber vielleicht könntest du mir bei etwas helfen. Ich brauche 2-mal gelben Farbstoff. Also Stofffarbe. Könntest du es holen? Ja, ich versuche mich dran. Großartig, danke schön. Ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, das ganze Unkraut vom Bauernhof muss natürlich weg. Ich frage mich, wir haben ja die Kirschen geerntet, ne? Von dem Kirschbaum. Wachsen da neue Kirschen nach? Oder hat der jetzt sein Bestes getan und das war's? Das ist eine gute Frage, ne? Gießkanne. Auffüllen, dankeschön. Dann, bepflanzen wir mal unsere kleinen Knupsis hier. Unsere Karotten. Also ich hätte gerne das Feld, auf dem ich stehe. Danke. So, dann möchte unser Kohl auch noch bewässert werden. Oh, die Erdbeeren sehen toll aus. Hm? Sind die fertig? So, mal gucken gleich. Die fertig sind. Und ob die nachwachsen, aber ich glaube nicht. Nee, sieht nicht so aus, als könnte ich euch zupfen. Braucht ihr noch einen Tag? Kann natürlich sein. So. Blüpp. Blüpp, ich hätte gern echt eine bessere Gießkanne. Ne? Oh. Der noch und der. Dann haben wir alles bewässert. Sehr schön, aber ich kann euch noch nicht ernten. Gut. Haben wir das erledigt? Wir können ja mal gucken, ob wir noch irgendwas finden, was wir anbauen können. Hi. Ich fresse alle deine Pflanzen, bevor du es tust. Was? Ich höre dir nicht zu. Es tut mir leid. So, was haben wir denn noch im Sommer? Den Kohl haben wir. Die haben wir. Zwiebeln. Oh, Weintrauben. Wäre natürlich auch schön.
Mais wäre toll. Kartoffeln, Kürbisse. Erdbeeren haben wir. Tomaten. Oh, Tomaten und Wassermelonen. Oh, warte, ich möchte Tomaten. Und Wassermelonen. Oh, die sind teuer. Egal. Dankeschön. Sehr schön. Dann... Oh, ihr beiden versteht euch sehr schön. Dann machen wir neue Felder. Ein Tomatenfeld und ein Wassermelonenfeld. Nein, das war schlau. Da haben wir schon. Da haben wir schon. So. Na. Oh, bahnt sich da was an bei euch beiden? Seid ihr denn Rehe, Hirsche? Ich weiß es nicht. Was seid ihr? Ich glaube ja, ne? Ein Reh und ein Hirsch, würde ich jetzt mal so grob vermuten. So, die Tomaten. Müssen wir die natürlich jetzt auch noch bewässern. Ich glaube, wir tun uns nichts Gutes, wenn wir hier so viel... zum Bewässern hinpacken. Dann sind wir demnächst den ganzen Tag nur damit beschäftigt, unsere Felder zu bewässern. Blüpp. Blüpp. Und blüpp. So, Gießkanne. Wo ist sie? Natürlich ganz hinten. Oh, da müssen sie auch irgendwie sich mal was Neues einfallen lassen. Wie man schneller durch die ganzen Werkzeuge skippen kann. Na, Aubrey, gefällt dir das, wie wir uns hier um die Pflänzchen kümmern? Ich hoffe doch. Ich hoffe, wir machen das zu deiner Zufriedenheit, ja? Und wir müssen auch noch gucken, ob wir hier irgendwie ein Lager aufstellen können. Für die ganzen Sachen, die wir ernten. Die würde ich dann natürlich hier irgendwie aufstellen. Vielleicht kann man irgendwie eine Scheune oder so gestalten. Ich könnte dann da hinten in die Ecke, da wo die beiden Bäume da hinten stehen. So. Haben wir das. Felder geerntet. Bepflanzt und bewässert. Also hier könnte man ja irgendwie so eine... Ich weiß halt nicht, wie groß ein großes Lager sein darf. Das hier ist ja so ein Heuschuppen. Oder man macht hier ein Lager hin. Das würde sich natürlich auch anbieten. Irgendwie mit so Kisten. Oh, du bist ein Lager. Ha, ich habe nichts gesagt. Pass auf. Packen wir da schon mal die Kirschen rein. Okay, wir haben ein Lager hier. Gut, aber wir können ja trotzdem noch ein schöneres und neueres und größeres hier hinbauen. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wir gucken dann in der nächsten Folge, entweder gehen wir in die Mine oder wir kümmern uns mal um die Aufträge der Bewohner. Das wäre natürlich auch sehr wichtig, dass die ihre Sachen bekommen. Ja, dann müssen wir mal gucken, was so die Tage hier so bringen, ne? Was wir noch machen können. Vielleicht kriegen wir ja endlich mal neue Bauanleitungen für Werkzeuge, dass wir in der Mine tiefer reinkommen. Das fände ich auch sehr schön. Müssen wir dann nochmal mit Sally reden. Ja gut, ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.